Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch. Denn in den alten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. So, moin zusammen. Jurassic World Evolution. Das Intro quasi und Tutorial. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff. Ja. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Sehr viel Text am Anfang jetzt. Klicke ich einfach mal los. So, Hammond Center brauchen wir, um Dinos auszubrüten. Wir uns auf den Grund ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die fünf Tode, heißen. So, wir werden jetzt gleich sehr viel unterbrochen durch ganz viel Text halt. Es bereits bestehende Wege und Stromnetz angeschlossen werden. So. Ja, Wege kann man rund oder gerade bauen, durch Drücken der Leertaste. Ich finde eigentlich so runde Wege ein bisschen hübscher. Jetzt kommt die wahre Prüfung, das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Ja, wie man sieht, wir haben 2 von 5 Brutstätten schon frei. Später kriegt man bei diesen Upgrades ganz unten dann noch weitere Brutstätten. Spiel habe ich schon mal gespielt, das war nur so ruckelig, das war echt nicht schön zu gucken. Ich mache direkt 2 davon. Mit Naturgesetzen jonglieren, was soll da schief gehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. So, er ist fertig. Gleich raus damit. Leben. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Ja, anklicken kann ich ihn irgendwie noch nicht. Der Hammond-Stiftung geht es um 3 Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Ja, das sehen wir hier unten. Wissenschaft, Unterhaltung und Sicherheit. Ich würde am Anfang erstmal auf die Wissenschaft gehen, dadurch kriegen wir wahrscheinlich Dr. weitere Dinos. Das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbert. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Ja, Fraktion Wissenschaft geht da schön steil nach oben. Viele Millionen gibt es noch als Belohnung. Und dafür soll ich halt ein Expeditionszentrum bauen und das mit Strom versorgen. Aufträge können im Kontrollraum sieht man hier links. Abteilungsleitern angefordert werden. Expeditionszentrum. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. So, werde ich erstmal relativ weit nach hinten setzen.
eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. So, ich werde auch direkt schon mal ein weiteres Kraftwerk bauen. Von Kraftwerken, von denen aus müssen wir Umspannwerke auch auch bauen. Und innerhalb dieses Umkreises des Umspannwerkes werden dann die Gebäude mit Strom versorgt. So, brauchen auf jeden Fall recht viel Strom später. Wir können uns auch selber noch Aufträge anfordern, aber jetzt momentan noch nicht. So, noch keine Wegesanbindung? Nee. Ja, und Wege kann man entweder gerade bauen oder durch Tippen der Leertaste auch so Kurven ziehen. Aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich. Wodurch Sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Wieso verbaut? Wie kriege ich den Weg jetzt gerade nicht gebaut hier? Man sieht auch nichts mit den Bäumen, aber ich glaube, das liegt jetzt an einem Strommast. Und jetzt werde ich wieder unterbrochen. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. 50% des folgenden Genoms, Triceratops, mache ich auf jeden Fall. Für 1 Million habe ich ja sowieso vor, mir die Dinos hier alle zu holen. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. So, da ist jetzt auch. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Der Weg verbunden. Also los. So, Expeditionszentrum. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Ja, das sehen wir hier oben auf der, über den Kontrollraum, in der Übersichtskarte. Da gibt es die Fossilien, ein paar haben wir schon. Und den Triceratops sollen wir 50% bringen. So, ich werde einfach mal alles erforschen, was wir hier haben. Auf der Expeditionskarte können wir den Heli losschicken. Kostet 75.000 und dann kriegen wir Triceratops, Struthiomimus und Edmontosaurier. Da werde ich den auch mal hinschicken. Hier oben können wir forschen. Das Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. So, und hier gibt es halt Gehege, Gebäude, Gebäude-Upgrades, globalen Betrieb. Ein Tutorial wieder, das uns unterbricht. Das würde ich alles mal so ein bisschen überspringen. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das so. Bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? So, als erstes eine medizinische Versorgung. Falls die Dinos krank werden, dann kann ich sie gleich behandeln. Ja, hier dauert es noch knapp 2 Minuten, dann kriegen wir neue Fossilien. Die Fossilien werden dann im Fossilienzentrum extrahiert. Dadurch steigt die Prozentanzahl von den Genomen. Die Parasiten wurden gerade schon erforscht. Würde ich mal direkt hier auf die verbesserte Stromleistung der Kraftwerke gehen. Und danach auf den Ausfallschutz. Kriege ich ein bisschen mehr Strom. So, was können wir als nächstes bauen? Ich würde nochmal einen Auftrag annehmen. Auch wieder für die Wissenschaft. Sie und ich sind ein tolles Team. Ich zeig Ihnen die Besucherschutzräume auf 10% erhöhen. Jeder gewinnt. Also, wie sieht's aus? Sollen wir einen weiteren Sieg einfahren? Auf jeden Fall. Das hätte ich eigentlich eher bei der Kategorie Sicherheit erwartet. So,
Gäste-Schutzräume. Und hier kommt dann jetzt so ein Besucherschutzraum rein. Dazwischen passt er leider nicht. Und in diesem Umkreis, da werden die Leute dann quasi in Sicherheit gebracht. Wir haben noch einen Dino fertig, der kommt natürlich auch raus. Ein Strutiomimus. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. So, jetzt haben wir schon zwei davon. Ich werde mir aber noch zwei holen. Und natürlich, nicht vergessen, für die Gäste auch eine entsprechende Beobachtungsplattform. Sonst kann man die Dinos ja gar nicht sehen. Die erste kommt dahin. Und ich baue auch direkt eine zweite hier auf die Seite. Ja, ein Brutvorgang ist verkackt. Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Ist leider nur 34% gekommen. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. So, ein Ort zum Verstecken. Besucherschutzraum ist fertig. Gut gemacht. So, und sobald er raus ist, kommt direkt der nächste nach. So, er hat keinen Strom. Das heißt, wir brauchen hier wieder ein Umspannwerk. Das kommt hier irgendwo neben. Und durch die Umspannwerke, das hatten wir ja schon, werden dann die Gebäude mit Strom versorgt. Quetsche ich hier mal irgendwie am Rand. Zack. So, fertig. Und über die Verwaltungsansicht sieht man jetzt die Sichtbarkeit. Wir haben da schon recht große Abdeckung. So, wir brauchen aber für die Dinos auf jeden Fall noch Futter. Ich baue mal vor die Aussichtsplattform jeweils eine und eine noch ein bisschen dichter beim Wasser. Dann haben die ein bisschen Ruhe. So, Fossilien. Wir haben Silber gefunden. Das können wir so verkaufen, da gibt es nichts zu extrahieren. Dann die Strutis werden noch weiter erforscht. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Ja, wir sollen ein Foto machen von einem Struti, der trinkt. Dafür brauchen wir eine Ranger-Station. Bei diesem Auftrag geht es genau darum. Um einen Fototermin für die Unterhaltungsabteilung. Also knipsen Sie mal munter drauf los. Ja, mit den Kraftwerken hatte ich auch schon erklärt. Das Kraftwerk produziert Strom. Durch Umspannwerke werden die Gebäude mit Strom versorgt. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will. Aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Gewinn pro Minute. Minus 1000, ne? Okay. Okay, na, 3000 jetzt wieder plus. Ich habe halt zu wenig Dinos dran. So. Direkt die nächste Forschung. Stromausfall. Zack. So, sobald die Ranger fertig sind, lasse ich die beiden Struttis raus. Wir sollen ein Foto machen von einem, der trinkt. Und Triceratops Genom auf 50%. So, wo haben wir welche? Da, Triceratops. Da finden wir gleich was. Dann haben wir da auch schon den nächsten Auftrag erledigt. Hier lasse ich jetzt beide nacheinander raus. Sondern in der Zeit, wo sie dann... Die kommen nicht gleichzeitig raus, sondern nacheinander. Und in der Zwischenzeit schnappe ich mir das Ranger-Team und fahre da schon mal hin. Die Fahrzeuge kann man auch selber steuern, genauso wie den Helikopter vom ACU-Zentrum. Das Tor öffnet und schließt automatisch, da braucht man selber nichts machen. Muss halt natürlich nur aufpassen, dass da kein Dino in der Nähe ist, der kommt sonst vielleicht rausgelaufen.
So, und auf F kann man dann ein Foto machen. Kriegt man auch nochmal ein bisschen Geld für. So, und sobald er satt ist, wird er wahrscheinlich auch essen gehen, trinken gehen. So, und davon sollen wir ein Bild machen. So, Strutsimimus trinkt, $600, Wiederholungswert, für falls dieselbe Spezies ist, gibt nur 400, aber dafür haben wir den Auftrag erledigt. Wir verkaufen diese Fotos, oder? Sind sie verkäuflich? Gute Arbeit bei diesem Fotoauftrag. Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Mach ich auf jeden Fall auch. Gewinnerseite. Meiner Seite. Dadurch wird die gegenwärtige Mission abgebrochen. Nicht jetzt. Geht das später? Per Million Preisgeld, das mache ich. Ceratosaurus 50%. Achso, vorher war Triceratops. Gut. Glaube ich. Geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein Da haben wir welche. Themenparks sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Gut. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. So, Heli ist zurück. Und kann direkt gleich wieder starten, um die Ceratosaurus-Genome zu holen. So, und los. Das Silber verkaufe ich direkt. Das auch, Amphibien-DNA. So, und bei denen warte ich. Da kommen vielleicht auch nochmal Aufträge, dass man die über 50% bringen soll. Ja, hier unten sind die jeweiligen Fraktionen. Sobald man Aufträge erfüllt, steigen die halt. Oder man sinkt auch in deren Gunst. Und wenn man hier einmal raufklickt, sieht man noch, was da noch so alles kommt. Ne? Kann man nach und nach alles freischalten. Und da, das werde ich auch machen. Nach und nach natürlich. So, wir haben hier... Nee, der ist noch nicht erforscht. Aber ich gehe auf jeden Fall schon mal auf die verbesserte Leistung. Kriege ich ein bisschen mehr Strom. Und sobald das Gebäude-Upgrade fertig ist mit dem Ausfallschutz, kommt das da auch direkt mit rein. So, Ceratosaurus-Genom. In der Zwischenzeit braucht man auch... In dem Verwaltungsfenster kann man gerne immer mal einen Blick reinschmeißen. Man braucht nämlich auch die Besuchergebäude, was zu essen, was zu trinken, Geschenke, also Einkaufsmöglichkeiten muss man denen zur Verfügung stellen. Und anhand der farblichen Markierung von rot bis hellblau hier sieht man dann, ob sie zufrieden sind oder nicht. Momentan sind sie alle zufrieden. Da das so ein Tutorial ist, würde ich sagen, ich baue hier auch noch nichts. Also... Man gibt natürlich gibt einen Souvenirladen, Fastfoodladen und ganz viel anderen Kram, der dann später noch kommt. Aber ich vermute mal, da gibt es dann auch entsprechende Aufträge für. Und so lange warte ich dann. Nehme ich da lieber die Belohnung mit, falls was kommt. Er ist auch gleich fertig. Dann erforschen wir den Ceratosaurus, kriegen eine Million und dann schauen wir mal, was wir mit der Kohle machen. Können wir uns immer angucken, wie sie wieder zurückkommen. Da kommt er. Aber mit dem Hubschrauber so dicht am Strommast, da sollte es nicht windig sein. So. Und die Genome sind da.
anhand der Sterne sieht man auch die Qualität. Und je höher die Qualität, desto mehr kriegen sie da dann natürlich extrahiert. Das Silber verkaufe ich direkt wieder. Die Forschung muss jetzt, glaube ich, auch durch sein. Yes. Fossilien habe ich leider keine weiteren. Da wird es dann neue Dinos geben. Genetische Forschung, damit können wir sie so ein bisschen verbessern. Nehme ich mal mit hier. Immunreaktion. Dann gibt es auch noch die Farben für gewisse Dinos. Kreuzungsprojekte. Gibt es dann irgendwelche Hybriden später? Ja, Gebäude. Besucherzentren, Souvenirläden, Restaurants und so weiter. Sturmabwehrstationen, Strom, Transport. Ganz, ganz viel heißer Shit. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. So, wir sollen auch ein Cerato ausbrüten. In der Zwischenzeit nehme ich nochmal einen Wissenschaftsauftrag an. Ich habe etwas Neues, das Sie sich ansehen sollen. Besucherschutzräume auf 85%. Sollte ich auch hinkriegen. Aufträge sind unser tägliches Brot. Oh. Wer mag schon kein Brot? Hier geht Wissenschaft und Unterhaltung nach oben. Sicherheit wird da nicht irgendwie runtergezogen. 50.000 die Minute. Das sollten wir auch auf jeden Fall hinkriegen. So, als erstes den Schutzraum. Die eine Abdeckung ist bis hier. Dann würde ich den zweiten irgendwie hier hinten setzen. Ich schätze, wir können diese Sache als Erfolg verbuchen. Ja. Gut gemacht. Hier unten mal. Gut gemacht. So, zack. Aber Strom nicht vergessen. So, zack. Hier einmal rüber. Ich wollte jetzt hier in der Mitte nicht die Leitung durchziehen, weil ich hier irgendwie noch Gebäude hinflezen möchte. Auf jeden Fall. Das ist übrigens unser Gesamtpark. Noch weiter hinaus können wir leider nicht, aber so felsig wie das hier ist. Na, nach oben könnte man theoretisch noch, aber für den Anfang reicht das auf jeden Fall. Ja, Fleischfresser werde ich nicht mit dem Pflanzenfresser reinsetzen. Wenn die meine Attraktion auffressen, ist natürlich nicht so schön. Das Geld habe ich noch nicht, um da schnell genug die ganzen Dinos wieder nachzuzüchten. Und dann würde ich sagen, würde ich hier irgendwie nochmal ein, zwei Gehege reinsetzen. Hab da auch schon so einen groben Plan im Kopf, wie ich das Ganze machen möchte. Am liebsten natürlich mit Stromzaun, aber den müsste ich erstmal erforschen. So, in der Zwischenzeit kann ich mir ja mal mit den neuen Genen, was gerade erforscht wurde, mir die Gene mal anschauen von den Kleinen. Hier haben wir diese ganzen Reiter. Hier hinten, die sind noch gesperrt. Dazu bräuchte ich nämlich ein Genom von 88%. Oder halt 90% für die letzte Stufe. Ganz am Anfang ist das Aussehen. Der hat halt jetzt diese Standardfärbung. Da kommt dann das Wüstengen rein. Dann kostet auch nicht mehr 30.000, sondern 37.500. Die Lebensfähigkeit ist halt die Chance, mit welcher sie dann ausbrüten. Wird natürlich das Risiko, dass der nicht ausgebrütet werden kann, wird dadurch ein bisschen erhöht. So, Lebenserwartung, Belastbarkeit und eine Bewertung, die ist halt sehr wichtig. Je besser die Dino-Bewertung ist, desto attraktiver ist das für die Besucher. So, hier nehme ich mal nur die gute Verdauung rein. Habitat haben wir noch nichts und Stress haben wir auch noch nichts. So, und jetzt statt 30 kostet jetzt 41.700. Eine Chance von 69%, ja, wahrscheinlich wird uns da einer fehlschlagen, aber man kann auch diese Erfolgsrate auch noch erforschen. Schaue ich mal, ob ich das schon kann. Erfolgsrate, ja, mache ich auch direkt als nächstes. Ja, der erste ist schon fehlgeschlagen. Nach 14% schon, ich hoffe mal, der zweite schafft das. So, ansonsten würde ich hier mal einen kleinen Cut machen. Dann geht's gleich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.